So, liebe Freunde der Volksmusik, die 7. Folge Nadel im Heuhaufen von Quantum Conundrum. Wenn ihr die vorherigen Episoden nicht gesehen habt, dann solltet ihr es schleunigst nachholen. Ansonsten werdet ihr bei dem Spiel wahrscheinlich noch... That if you disrupt the blue beam, it should deactivate something. Wenn ihr die vorherigen Episoden nicht gesehen habt, dann solltet ihr es dringend nachholen, denn ansonsten kapiert ihr bei diesem Spiel wahrscheinlich noch weniger als sowieso. Wenn ich den blauen Strahl unterbreche, dann deaktiviert es etwas. Ah ja, okay. Ich verstehe. Und da hinten ist die Batterie. Ich muss hier rein. Die Tür auf. Zack. Hi, Ike. Und auf Wiedersehen. Ike ist mein treuer Freund und Kupferstecher. Was das bewirkt. Ah ja, das ist diese... Upsa. Was geht denn da ab? Okay, also hier könnte ich gegebenenfalls den Safe-Sand irgendwohin mitnehmen, jetzt wo ich die Fluffy-Dimension zur Verfügung habe. Was wohl passiert? Ah, was soll's. Okay, ich kann nicht rein. Es verletzt mich auch trotzdem. I'm not entirely sure how many BEDs of radiation that emits. Hope you're not looking to have children later. Ja. Wow! Ah, okay, das ist der Ventilator natürlich. Ja, natürlich, ich brauche zuerst die Fluffy-Dimension hier. Scheiße, das lag ja jetzt irgendwo hier drunter. Da liegt sie. Die Fluffy-Dimension, die schwere. Und dann müsste ich ja... So, da rein. Und jetzt kann ich die Dinger nämlich schwer machen. Und ich muss sie erst fluffig machen und dann hintragen und dann muss ich sie schwer machen. Ist ja logisch. Geht ja sonst nicht. Man kann ja zwischen den Dimensionen direkt hin und her wechseln. Weil wenn ich jetzt in die normale schalten würde... Ne, weiß ich gar nicht, was du bist. Upsa. Ach scheiße, jetzt ist der ja schon wieder weg. Das geht ja gar nicht. Ne, wie macht man das denn? Wenn ich jetzt in die normale wechsle, dann sind sie noch da. Aber sobald ich jetzt in die Fluffy... Ach so, okay. So. So, don't tell Ike, but that painting really unnerves me. He looks like an evil wombat. I keep wanting to take it down, but he won't let me. Ike. Ach du Scheiße. Es ist schon cool gemacht mit den unterschiedlichen Gemälden. Ich habe übrigens auch gerade mal den Soundtrack gehört im Menü. Und das ist tatsächlich ein kompletter Song, der extra geschrieben wurde, auch für das Spiel. Und der ist absolut super. Also da werdet ihr auch was im Test von hören. Verbreitet gute Stimmung auf jeden Fall. This place is truly fascinating. That, combined with the fact that I have no clue how I was transported here, is certainly puzzling. It's mostly dark. Well, maybe not dark. Sort of twilight. Twilight. Bis zur Vergasung. Okay, vom Ventilatorverbot machen wir auch direkt jetzt dran hier. 4 Minuten Video braucht ja kein Mensch. Hey Joe. Ich nenne ihn jetzt Joe. Er ist mein Freund. Okay. I'm
fairly certain Desmond there will come in rather handy. Ja, ja, klar, der macht die Türen abwechselnd auf und zu, ist ja logisch. Was machst du? Boxen ausspucken. Warum genau sollte jetzt dieser Laserstrahl dorthin gehen? Kann ich ihn auch einfach so machen? Ah ne, jetzt geht die andere Tür nicht zu, ne? Nicht auf. Nee. Ach, natürlich! Okay, ja, ich verstehe. So? Nee, das war jetzt nix. Du bist ja sofort zerbrochen. Das hätte ich, glaube ich, gar nicht in diese Dimension holen müssen, weil das ist eh leicht. Upsa. So. Zack, und auf ist es. Super. Okay. Da oben muss ich hoch. Ja, da kann ich doch jetzt einfach das ganz simpel machen und die ganzen Saves. Die schmeiße ich einfach mal nach da. So. Jetzt baue ich die zu einer Treppe. Hier einen hin. Desmond. Kennt man, ne? Assassin's Creed. So. So, ach ja, und jetzt brauche ich den hier oben wieder. Okay, dann nehme ich den obersten einfach mit. Ja, oder halt auch nicht. Nehme ich den mit. Ah, jetzt fangen die Dinger sich an zu bewegen. Okay, an sich zu bewegen. So, rum ist richtig. Hier die schwere Dimension, die brauchen wir auch. Wer ist er denn? Das bin ich, hä? Das bin ich! Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Das ist mein Gepäckkoffer, den ich am Anfang dabei hatte. Das bin ich in einem, ja, was soll das sein? Fuchskostüm. Und das bin ich als... What the fuck? Ne, das bin ich nicht. Okay, ja, ja. Könnte ich denn zum Beispiel jetzt das nehmen? Hier hinstellen, so. Und dann schwer machen. Zack. It looks so cozy over there. Ah, da hat mich der... Da hat mich der Strahl getroffen. Du wirst niemals verliebt sein. Ah, sehr schön. Eine optimistische Einstellung zum Leben. Insofern man das Verliebtsein als etwas Positives begreift, jedenfalls, was ja... Die meisten Leute schon eher. Wozu die meisten Leute ja schon eher neigen. Mal gucken, ob es geröstet wird. Ja. Das war klar. Okay, ja, so lernen wir schon mal ganz fix hier die Dimensionen durchzuwechseln. Okay. Muss der Strahl unterbrochen werden. Dann gehen die Dinger aus. Und hier der John muss wieder, oder Joe, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen wollte. I find the number 3 to be a very satisfying number. It's a Heitner number. And the proper amount of scoops on an ice cream cone.
So. Wenn ich das normal mache, passiert auch nichts. Super. Achso, aber wenn ich es jetzt wieder in Fluffy mache, dann ist hier Schluss mit lustig, ne? So. Achso, ja, okay. Hm, ich verstehe. Schon verstanden? So, noch einer muss drauf. Well, I could have done it better myself. Not bad, though. Okay. Und durch. Mansfield Pusser. Schon das ein oder andere Mal gesehen. Bisschen neue Bücher sie zusammentreten. Wer liest denn heutzutage noch? Warum liest You may remember some of my past inventions from previous trips. This is my ice gun, Freezy Ray Vaughn. Achso, die Dimension wechseln kann ich jetzt gar nicht. Eiskanone. Der im Intro schon dabei. Einen Schatten werfe ich wahrscheinlich nicht, ne. Na gut, das war's wohl für diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut.